Hallo und herzlich willkommen bei Lass mal reden und los geht's. Hallo, heute gehen wir in unsere Kindheit zurück, denn wir zeigen euch private Einblicke in unsere... in unser Leben. Und wie machen wir das, Bärchen? Wir machen das so, dass wir Fotos zeigen. Was für Fotos denn? Kinderfotos und alles, was Fotos sind. Bärchen hat einen Schnaps getrunken. Ja, bevor wir zu den Kinderfotos von uns kommen und lustige Geschichten hoffentlich darüber erzählen, möchten wir euch nochmal auf unsere Patreon-Seite hinweisen. Hier wird jetzt ein Link eingeblendet. Und ansonsten in der Infobox findet ihr auch unseren Special Link. Special Effects. Das ist der Hammer, ne? Patreon liegt uns besonders am Herzen, weil ihr wissen müsst, dass hinter uns, also hinter Lass mal reden, keine große Firma steht oder auch keine Sponsoren, sondern alles, was ihr hier seht, das machen wir selbst. Das heißt, wir haben das Equipment besorgt, wir investieren da Zeit rein, was wir wahnsinnig gerne machen. Aber wir wollen natürlich, dass Lass mal reden noch größer und toller wird und da kommt ihr ins Spiel, da brauchen wir halt eure Unterstützung dafür. Wir geben uns natürlich die allergrößte Mühe, dass das hier alles schön für euch aussieht, aber es könnte natürlich auch so aussehen. Guten Tag, herzlich willkommen auf unserer YouTube-Seite von Lass mal reden. Wir haben heute ein großartiges Thema und zwar reden wir über Kinderfotos. Kinderfotos. Erschreckend, oder? Und damit sowas nicht passiert, unterstützt uns doch auf Patreon. Ab 2 Euro seid ihr dabei, quasi ein halber Döner. Für einen halben Döner quasi bekommt ihr sogar was von uns. Geht einfach mal auf unsere Patreon-Seite. Dort haben wir ein kleines Video aufgenommen, wo wir euch darüber informieren, was für Belohnung ihr bekommt, wenn ihr uns denn auf Patreon unterstützt. Das geht vom Making-of bis hin zu richtig coolem Bonusmaterial. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, zu den Kinderbildern. Da wir immer noch in so einer Kennenlernphase sind, die Anfangsphase, ja. Das ist noch ganz aufregend. Ja, ist total schön. Zeigen wir uns heute mal gegenseitig ein paar Bilderchen und natürlich euch und auch die Story dahinter. Ich würde sagen, wir wechseln uns ab mit den Fotos. Ja, gerne, das sind gerne. Müssen nicht unbedingt, also ich habe auch ein Foto drin, was nicht unbedingt ein Kinderbild ist, sondern es ist schon ein bisschen her. Aber du kannst mal, weil du weißt ja nicht alles über mich, ja. Du kannst ja dann mal die Geschichte darüber hinaus überlegen, was das... Ich bin so gespannt. Du bist so gespannt? Möchtest du anfangen? Ich möchte zuerst dein Foto sehen. Zeig mir dein Foto. Okay. So, dann kommen wir zu meinem ersten Foto. Ich bin gespannt, ob du mich direkt erkennst. Ja, sind mehrere Personen drauf. Und natürlich, was du glaubst, was da passiert ist. Bitte sehr. Was ist denn schön? ja, ich würde sagen, das ist... ich hoffe, dass es Fasching war. Ist das Fasching? Das ist eine Kindergartengruppe, oder? Das ist eine Kindergartengruppe. Und es ist Fasching? Ja, es ist auch Fasching. Okay, sehr gut. Oh, wer bist du denn? Oh, hier, ey, was für geile... Also Frisuren? Bist du der Grumpy? Na, was glaubst du denn? Das könntest du sein. Bist du Grumpy? Würde es zu mir passen? Du bist Grumpy, es würde so zu dir passen. Ey, aber ich weiß auch, warum du Grumpy bist. Soll ich dir sagen, warum? Ja. Weil alle Kostüme anhaben und du in Schlipper dastehst. Das ist mein Kostüm. Wenn man dich sieht, ne, weiß ich nicht, ob man dir als Kind eine scheuern will oder ob man dich in die Wange knuffen will, weil du so ein Süßer bist. Okay, also ich kann dir erzählen, was da passiert ist. Und erzähl das mal unseren Zuschauern. Ja, also... es war Fasching im Kindergarten, aber im Kindergarten war es immer so, dass man sich mittags nochmal hinlegen musste. Und ich hatte ein Kostüm, ja, aber mittags wurde man dann ausgezogen und dann hat man da schlafen lassen. Aber das war normal im Kindergarten, normal, dass man ausgezogen wurde. Ja, ja. Und es gab Zeiten, da konnte ich gar nicht schlafen, aber es gab auch Zeiten, da wollte ich ewig schlafen. Und da war es halt so, dass ich noch geschlafen habe, während alle anderen schon Fasching gemacht haben und ich es derbe laut fand und dann in den Raum da reingegangen und dachte, Paus Maul, was ist hier los, Leute? Sehr ich gut. Will schlafen. Schön. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann kommt ihr mal zu meinem ersten Foto. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du sagst. Oh. Ist das nicht süß? Was ist denn da? Wen hast du denn gegessen, lieber Chris? Oh komm. Oh, guck mal. Sehe ich glücklich? Also, ich finde, da gibt es einige Sachen, über die man reden könnte. Aber mach mal du erstmal. Okay, also meine Vermutung ist, Basketball-Shirt übrigens sehr cool, finde ich sehr gut. Meine Vermutung ist bei dem Foto, der gute Chris hat irgendwas nicht bekommen. Ja, er hat irgendwas nicht bekommen und es ist wieder
dass er hat zu Weihnachten nur eine Burg gekriegt von Playmobil, die er eigentlich haben wollte. Aber er wollte auch noch das alles drumherum, ne? Und es reicht mir nicht ein Zebra, sondern es müssen 10 Zebras sein, wie eine richtige Herde bei Playmobil. Ja, ist ja auch so. Ja. Ja. Das glaube ich, dass das da passiert ist. Okay, also du findest, ich sehe nicht glücklich aus, ja? Ich finde, du siehst aus, als ob Are you fucking kidding me, sagst. Finde ich es auch wie so ein Bombenleger oder so. Also erstmal finde ich, was ganz schön ist, ist die Fokuhila-Frisur, ne? Hinten ist definitiv länger als vorne. Also ist schon mal cool. Basketball-Shirt, bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und die Geschichte ist, wir sind da mit meiner Familie, mit meinen Eltern, bin ich in der Dominikanischen Republik, ja? Wow. Also man kann schon mal verstehen, warum ich schlecht gelaunt bin. Da ist sehr hohe Luftfeuchtigkeit, es ist sehr warm. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit meinem Körper an den Strand gehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war dir überall warm. Ja, und das war wirklich so. Wir waren da auf einem Markt und haben im Hintergrund sieht man auch Bilder, die man kaufen konnte. Mm. Und ich war halt tierisch angepisst, dass ich über so einen scheiß Markt laufen muss, wo mir warm war und ich keinen Bock hatte, das zu machen, was meine Eltern machen wollte. Und ich glaube, meine Mutter oder mein Vater haben halt den Moment, glaube ich, ganz gut eingefangen, dass ich so semi-zufrieden bin mit der Situation. Ja, ich glaube, das fanden sie auch so lieb von dir und haben es immer wieder sich eingetrichtert, ich liebe diesen Jungen. Ich liebe diesen Jungen. So, jetzt bin ich schon ein bisschen größer. Dann guck dir das Foto mal an und sag mal, was du glaubst, was da passiert. Schön. Also man sieht da auf dem Foto Andi und seine Mutter. Und ihr seid in Berlin unterwegs. Man erkennt den Platz. Das ist am Alexanderplatz. Mhm. Und also entweder fandst du die Frau sehr attraktiv auf dem Foto? Hast du gemerkt als Kind, dass es keine echte ist? Oder war dir relativ egal? War Titten? So wie heute. So wie heute. Ist eigentlich relativ egal. Titten sind immer gut. Auch bei dicken Männern, ne? Ja, selbstverständlich. Jetzt ist die Frage, ich bin mir nicht ganz unsicher, die Story des Bildes. Also entweder du warst schon sehr, sehr weit als Kind und hast gesagt, du wusstest halt was Gutes. Ja. Oder du bist in der Zeit noch gestillt worden und hattest halt Hunger. Ich bin mir nicht sicher. Die Story hinter dem Bild ist, das war mein erster Ausflug mit der Grundschule zum Alexanderplatz. Und da waren wir da beim Neptunbrunnen. Und da gab es ja ganz viele so eine Sachen. Und wir haben da angefangen, auf den ganzen Statuen rumzuspielen. Ich habe die Titten entdeckt. Und hab dann so immer ein bisschen angefaked und mein Lehrer, schöne Grüße, sie haben gedacht, dass ich nichts werde, sehen Sie, was draus geworden ist. Sie hatten recht. Mein Lehrer fand es so toll, die Pose, dass er sich dachte, Andi, stell dich bitte hin, ich will das nochmal für die Ewigkeit. Ach, das ist sogar gestaged, das Foto? Es ist gestaged. Oh, du warst schon damals so gut, dass man es nicht merkt. Ja, es waren meine Anfänge, ja. Es waren die Anfänge, ja. Ja. Und hier ist das Ende. Kommen wir zu meinem zweiten Foto. Ja, es ist immer eine leichte Überwindung für mich gewesen, diese Fotos auch mit reinzunehmen, weil... Ja, für mich auch. ...sind ja jetzt da, ne? Mhm. Okay, Foto Nummer 2 von mir ist hier. Wow. Bist es wirklich du? Es könnte auch deine lesbische Schwester sein. Oder? Also, es ist irgendwie... Es ist ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Ich finde die Haare wunderschön. Ich muss weinen. Ich finde die Haare schön. Die Pausbäckchen, da würde ich dir gerne reinkneifen. Da würde ich dir richtig reinkneifen und sagen, hör auf zu essen, Junge. Da hättest du übrigens auch an Titten anfassen können. Oh, ist mir warm. Aber auch die wunderschöne Fleecejacke. Wow. Von Nike. Von Nike, achso, warst du schon damals so Fashion Week denn, ja? Wenn schon, ja. Das waren die dicken Kinder, die auf dem Sportplatz dann immer mit den Nike-Klamotten ankamen, aber nicht mal einen Ball in der Hand halten konnten. Ich muss lachen, weil es ist wirklich jedes Mal, wenn ich jetzt Foto sage, ich auch immer, ich könnte auch eine dicke Lesbe sein. Echt? Ja, keine Ahnung, ob wir jetzt Shitstorm kriegen oder so, aber ja. Es ist wirklich ein Schulfoto. Natürlich, einmal im Jahr kam natürlich der Schulfotograf und ich habe mich besonders schick gemacht an dem Tag, wie man sieht. Ich habe vorher eine Dauerwelle gekriegt. Nee, hast du dich echt schick gemacht? Keiner, nein, weiß ich nicht. Also war das für dich was? Heute kommt der Fotograf. Ich glaube, ich fand es immer ätzend. Ja? Ja, ich fand immer, Fotos machen finde ich generell ätzend. Finde ich heute noch ätzend. Kann ich irgendwie nicht so richtig glauben. Nee. Hast du den falschen Beruf gewählt? Das war die Zeit, bevor ich angefangen habe, Basketball zu spielen, obwohl ich schon Basketball-T-Shirt weiter vorher anhatte. Ja, stimmt. Und
Ich weiß auch nicht, ob man diese Frisur so getragen hat. Und ich könnte auch irgendwie verwandt mit Hella von Sinnen sein. Ja, irgendwie sowas. Ja, also krass. Aber das, ne? Aber du siehst es auch so, ja? Gut, ja. Dann fühlst du dich auch nicht so beleidigt, wenn ich so... Nein. Ja, es ist ja aus der kleinen Ente ist ja ein wunderschöner Frosch geworden. Mega, mega Foto, Alter. Mega. Durch die Pubertät durch, ja. Und da entstand mein Foto. Deswegen schaust du mal an. Und was sagst du dazu? Ich möchte eigentlich gar nichts dazu sagen, ey. Ja? Also, plakativer geht's eigentlich nicht, ne? Es ist übrigens keine Kulisse, ist alles echt. Ist Greenscreen, nehme ich an. Nee, ist alles echt. Alles. Okay, also schön. Ja? Schön, mein Junge. Also wirklich, der griechische Halbgott Andreadonis Volterusses. Auch schön. Also ich weiß nicht, ob du da... Ist es im Urlaub? Es ist im Urlaub. Ist im Urlaub? Ja. Bist du im Urlaub so rumgelaufen? Nee, ist in meinem Garten. Wunderschönes Wort. Ich nehme an, dass du ein Bettlaken genommen hast und dich als griechischen Gott verkleidet hast. Das ist die Geschichte dahinter. Und dass du dich vor allem in dem Moment extrem geil fandest. In dem Moment kannst du weglassen. Es ist schon richtig, es ist ein Bettlaken. Es ist wirklich, ja. Es ist ein Bettlaken, es ist aus dem Hotel. Und ich dachte mir, boah, das sieht so geil aus, ich mache heute den griechischen Gott. Das Problem an der Geschichte war nur, dass da, wo meine damalige Freundin das Foto gemacht hat, war natürlich auch der ganze Strand voll mit Leuten. Ich war aber so geil auf dieses Foto, dass ich gesagt habe, ist mir alles scheißegal. Ist heute sowieso der letzte Tag, sehe ich nie wieder, die Wichser hier alle. Hab mich da hingestellt und ist dann natürlich so eine kleine Menschentraube entstanden um mich herum, weil ich da... Und und dann war es dann schon doch ein bisschen Überwindung, ja. Glaube ich. Vor allem, aber ist das eigentlich ein Vorteil, dass man es damals noch nicht digital machen konnte? Weil ich glaube, wenn man es digital macht, dann gehst du hin, guckst es dir nochmal an und sagst, ah nee, da habe ich jetzt den Arm blöd und so. Ich glaube, dann stehst du da noch länger. Ja, also ich glaube, ich habe 3 Fotos davon mit 3 Posen und das war meine Lieblingspose. Deswegen habe ich auch die genommen. Und wie oft onanierst du zu dem Foto? Ständig. Ständig. Bin ich ja froh, dass man noch was drauf erkennt. Ja. Oh. Ich mache auch einen kleinen Zeitsprung von der kleinen süßen Maus da beim Schulfoto. Gehen wir zu dem vielleicht ein bisschen älteren Christopher. Ich glaube, ich war dort 17. Oh, okay. Oh. Also da weiß ich ganz genau, was da passiert ist. Ja. Also das ist nach einer durchzechten Nacht und du bist halt auf die eine Seite raufgefallen, deswegen ist sie so dick. Oder warte, es könnte auch Weisheitszähne sein. Nee, ich glaube, es ist dann doch der Bienenstich oder... Oder ich habe Essen noch im Mund. Könnte bei mir auch sein. Irgendwas Unnormales. Es muss irgendeine Krankheit sein, weil sonst kann ich es mir nicht erklären. Es ist irgendwie auch schief. Was ist passiert? Bist auf die Seite gefallen und dachtest du, das musst du jetzt mal für die Ewigkeit festhalten? Ja, genau so war es. Es waren die Weisheitszähne. Wir wurden mit 17 alle 4 Weisheitszähne gleichzeitig gezogen und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht auf meine großartige Haarpracht eingegangen bist. Bin ich gewohnt. Wenn ich das sehe, ja, dann ärgere ich mich. Boah. Also ich meine, ich war damals schon Trendsetter, ne? Lange Haare war damals noch nicht so cool. Hatte damals auch gar keiner. Damals hätte ich einen Man-Bun haben müssen. Wenn ich diese Haare noch heutzutage hätte, ja, würde ich die ganze Zeit mit offenen Haaren oder mit so einem Man... Ich hätte auch gerne so eine Haare. Also ich blende das Gesicht immer aus diesem Foto und habe das auch schon in groß gemacht und habe das ausgeschnitten und setze mir das dann manchmal auf und dann stehe ich vorm Spiegel, nur mit den Haaren drumherum und freue mich. Also es waren die Weisheitszähne. Ja. Möchte ich gerne Beweise haben. Die musst du jetzt hier einblenden. Dazu musst du 200 Euro auf Patreon geben. Da gibt es auch übrigens eine ganz großartige Geschichte. Ich bin damals aus der Narkose aufgewacht worden. Okay. Aufgewacht worden. Mhm. Und mein Vater, mit dem ich da hingefahren bin, saß im Aufwachraum. Und ich habe meinen Papa zu mir rangezogen, erzählt er mir heute noch. Ja. Und er hat gesagt, Papa, die haben mich vergewaltigt. Die haben mich hier vergewaltigt. Die Krankenschwester hat mir einen geblasen. Und die waren halt alle noch im Raum. Warum hast du es gesagt? Weil ich da ganz fest dran glaube. Und ich glaube das bis heute noch. Wenn du das glaubst, dann engagieren wir jetzt einen Anwalt und dann werden wir jetzt Gerechtigkeit schaffen. Hier, danke. Ja? Sollte hier ein Anwalt zugucken, kontaktiert uns. Wir können da Millionen... Ich glaube das wirklich. Wir verklagen diese verdammten Arzt. Ja. Dr. F. Otze. Was eine Zeitreise. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt uns doch am besten einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und...
aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wann wir Videos online stellen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht doch bitte auf Patreon und schaut euch das mal an. Ist für jeden was dabei. Wir haben tatsächlich auch schon großartige Menschen gefunden, die Lass mal reden unterstützen. Am Ende des Videos werden die Namen eingeblendet, aber ein ganz besonderer Dank geht momentan vor allem an Sonja. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und Shine on. Ich kenne dich wieder privater und kenne neue Fotos von dir und ich freue mich. Ey, aber ich kenne auch neue Fotos von dir. Erschreckend. Ich sitze hier und sage, ich freue mich über deine neuen Fotos und du sagst erschreckend. Nee, ich finde immer wieder krass, was die Pubertät so alles bewirken kann. Das stimmt. Ja. Ey, auch jedes Mal, wenn ich Leute treffe, die mich aus der Grundschule oder so kennen. Nee. Ja. Nee. 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 Der von damals? Nee. Der von damals? Ja. Genau. Nee. Ich weiß aber nicht, nimmst du das als Kompliment, dass die Leute, also ich habe es immer als Kompliment genommen, dass die Leute gesagt haben, ey, jetzt hast du dich aber zum Positiven verändert. Aber alleine, sie implizieren damit ja auch, als Kind warst du schon pottenhässlich, Christopher, ist dir bewusst, ne? Fett und hässlich, mein Freund. So. Ja, nee, ich glaube, die freuen sich dann doch noch für dich. Ja, weil sie jetzt alle ran wollen. Ach, ist das so? Ja, klar, Mann. Ja. Was meinst du? Wie hat es Spaß gemacht? Mir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hättest du noch mehr Fotos gehabt? Ich habe ohne Ende, Alter. Wenn das hier durch die Decke geht, die Fotogeschichte, Alter, dann kann ich nachlegen, Alter. Bam, 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 bam. Bei mir war das Problem, dass ganz viele meiner Kinder- und Jugendfotos natürlich bei meinen Eltern sind. Mm. Ich hatte jetzt nur ein paar, die besonders geil sind, habe ich irgendwann mal abfotografiert oder anders kennt oder so. Oder wo? Ich sage jetzt nichts mehr, ich gehe jetzt einfach. Du kriegst auch heute keinen Handschlag. Doch. Das machen wir immer. Musst du noch was Nettes sagen? Ich fand, du warst damals genauso hübsch wie heute. Nö, noch nicht. Noch nicht? Ich fand dein Pullover schön. Welchen? Den grün. Das war ein T-Shirt. Dann deine blonden Strähnchen. Das war Natur. Oh, Alter. Tschüss. Tschüss. Du hast deinen Daumen geküsst.